Guten Morgen, meine lieben Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisen-Radar am Donnerstag, dem 2. Februar. Ich grüße Sie ganz herzlich und wir wollen uns heute auf den Australdollar stürzen. Hier auch als Aussie bekannt am Währungsmarkt, der sich hier, und da sehen Sie ja, ohne viele Umschweife in der Übersicht der Heatmap der Top 5, sage ich schon, der Top 15 FX-Pairs hier ganz vorne einlässt. Und zwar insbesondere natürlich aufgrund des ja, mehr oder weniger durchaus noch schwachen US-Dollars, aber auch des starken Australdollars. Deswegen auch hier am Platz Nummer 2 auch direkt der Australdollar gegenüber dem Yen. Und hier hinten ganz abgeschlagen der Euro gegenüber dem Australdollar. Also der sehr, sehr interessant heute, was hier der Aussie macht. Warum? Wir gehen mal hier kurz in die News aus der Nacht. Wir haben hier verschiedene Daten bekommen, die hier sozusagen aus dem konjunkturellen Umfeld kommen und hier das Handelsbilanzsaldo extrem stark, deutlich über den Prognosen. Hier der Rückgang der Baugenehmigung auch nicht so stark, wie hier eigentlich erwartet. Also ein Feuerwerk an guten Daten und der Australdollar hat das hier just bejubelt. Der Punkt ist, wir sind natürlich von der Range her schon sehr weit gelaufen. Wir haben aktuell, und der steigt gerade auf ein neues Tageshoch, hier 85, 84 Pips zurückgelegt. Also die Range von heute ist ausgeschöpft, denn im Schnitt bewegt sich das Währungspaar. Ja, die letzten Tage waren etwas übersichtlich, will ich meinen. Mit dem Schnitt auf die letzten 10 Tage berechnet, bewegen wir uns so um die ja, 59 Pips und im Schnitt der letzten 10 Tage 49, 5 Tage 43, also wirklich sehr, sehr unterdurchschnittliche Ranges hier. Aber heute, wie gesagt, mal fast das Doppelte und wir bauen weiter darauf zu. Letztlich hatten wir den Australdollar gegenüber dem US-Dollar auch als Aussie bekannt hier Ende Januar mit einer positiven FTSE-Vektorlogik. Das erfüllte sich nur zu teilen, weil eben irgendwo der Schub fehlte. Den Schub haben wir jetzt in der Nacht bekommen und da muss man auch Obacht geben, denn die FX-Pairs aus dem ozeanischen Bereich, sprich Neuseeland und Australdollar, neigen dazu, hier in der Nacht Action zu vollziehen. Ähnlich auch wie die Währungspaare, die mit dem Yen im Kontext stehen. Das muss man ganz klar wissen. Hier gibt es Overnight Action sozusagen und das kann passieren, dass wenn man früh an den Schirm geht, hier ein Großteil der eigentlichen Tagesbewegung schon abgearbeitet ist oder wurde. Wir schauen mal hier auf den Australdollar jetzt auf Wochenbasis, wie die generelle technische Situation einzuschätzen ist. Übergeordnet immer noch in einem Abwärtsmodus, der sich dann hier eben im Verlauf 2014 ausklang, 2015 hier weiter zuspitzte. Wir haben hier dann die Niveaus aus 2008, 2009 einer Supportzone erreicht, hier Ende 2015, Anfang 2016 und dann hat sich hier in diesem Bereich knapp, Moment, das ziehen wir nochmal ein Stück rüber, so, in diesem Bereich um 0 71, 75 ein Support gebildet, auch hier auf Wochenbasis ein schöner Doppelboden. Man sieht hier wirklich exzellent, wie der Markt dieses Level gekauft hat. Genau dieses Niveau war sozusagen dann dafür geeignet, einen Rebound einzuleiten. Und wir sehen jetzt hier die Wochenkerzen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Die fünfte ist eine Art Doji, eine Unsicherheitskerze, sehen Sie, da wusste der Markt nicht so recht, was er tun soll. Aber letztlich jetzt mit diesem aktuellen Wochenverlauf, und wir sind im Donnerstag, und ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier am Freitag die große Umkehr darstellt, obgleich, ihr wisst es, am Freitag, wir gehen mal hier auf den 3.2., da ist immer wieder angesagt hier der NFP-Termin, Non-Farm Payrolls, der US-Arbeitsmarktbericht, der kann natürlich und wird wahrscheinlich auch wieder für ja, Bewegung sorgen, zumindest kurzfristig oder auch, wenn es sehr, sehr überraschend wird, dann auch mit Auswirkungen auf ja, mögliche Tagesschart-Tendenzen. Aber morgen 14:30 aufgepasst, da kann Action kommen. Letztlich, der Wochenstart verspricht eigentlich weiteres Potenzial, unmittelbares Potenzial in Richtung 0,7750, 0,7760. Hier haben wir eine Zone, da wurde das Währungspaar mehrfach abgewiesen und dieser Bereich, da wird es dann spannend, wenn der Australdollar da nochmal hin segelt. Und die Chancen dafür stehen gut. Wie gesagt, am 27.01. hatten wir hier diese Prognose auch, dass es hier oberhalb dieses Support-Levels 0,75 gute Chancen gibt, dass das Währungspaar hier nach oben aufdreht. Und ja, die Trendlinie, Sie haben es auch gerade auf Wochenbasis gesehen, hier vom April 2016 wurde ja auch vor der Trump-Wahl hier im Jahr 2016 mehrfach attackiert. Dann gab es eben auch den Ausbruch vor der Wahl und ja mit Wahlausgang sozusagen und der Entscheidung, dass Donald Trump jetzt der US-Präsident ist, ging es dann hier radikal nach unten. Der Dollar fuhr eine massive Stärke, aber letztlich haben wir hier eine schöne Umkehrbewegung. Der Dollar-Index ja auch ein Stück weit im Schwächemodus. Das heißt, der Dollar hier auf jeden Fall im Rückzug und der Australdollar sollte auch kurzfristig weiter davon profitieren. Und worauf es jetzt ankommt, ist die Tatsache, dass wir hier, nehmen wir mal die FIBO-Levels raus,
aktualisieren den Chart, dass wir jetzt davon ausgehen dürfen, meinetwegen mit einer kleinen Konsolidierung, aber auf jeden Fall hier in diesem Bereich oberhalb von 0,76, 0,7630, dass man davon ausgehen kann, dass wir hier die 0,7750 nochmal attackieren. Dann kann es hier ein kleines Konsolidierungsmuster geben und je nachdem, wie der Markt dann gestimmt ist, sprechen die Chancen dafür, wenn es einen Ausbruch gibt. Also hier definitiv nochmal zusammengescrollt, ein neues Mehrwochenhoch, dass wir dann hier auch das Hoch attackieren vom April 2016. Dann sind wir dann schon bei 0,78 und gegebenenfalls darüber laufen. Also es sieht sehr bullisch aus beim Australdollar. Die gegenwärtige Situation wirkt definitiv positiv und veranschaulicht auch mögliches Fortsetzungspotenzial auf der Oberseite. Also Australdollar in jedem Falle im Auge behalten, denn das wirkt hier zusehends positiv. Sollte es hier eine Konsolidierung geben, wäre es natürlich jetzt nicht unbedingt im Sinne des laufenden Ausbruchsimpuls. Wir haben hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend, den wir skizzieren können, mit einer grünen Trendlinie untermalen. Das Ganze packen wir mal auch hier in so eine Art Trendkanal. Ja, sehen wir auch sehr schön, dass wir jetzt hier gerade, wenn man diese Trendkanalprojektion macht, theoretisch auch hier schon ein Stück weit aufgedeckelt sind gerade. Darf man mal sehen, ob das dann hier ein gewisser eine Widerstandszone spiegelt. Ich denke aber, wie gesagt, nicht. Obwohl wir Overrange sind, kann es sein, dass wir jetzt so ein Stück weit dahin plätschern im weiteren Tagesverlauf. Aber für die kommenden Tage sieht das, wie gesagt, weiter bullisch aus. Das veranschaulicht auch die Saisonalität. Obgleich die Wochentagsstatistik hier zum Wochenausklang schwächer wird, das mal hier als Info nice to know. Recht interessant, dass wir hier zum Wochenausklang Donnerstag, Freitag und insbesondere Freitag einen sehr schwachen Wochentag statistisch haben. Also morgen zu den Non-Farm Payrolls generell hier eine US-Dollar-Stärke wohl zu erwarten haben mit Blick auf die letzten 52 Handelswochen. Dann aber mit dem Start in die nächste Woche hier zum Auftakt statistisch sehr, sehr stark. Montag der bullischste Tag, Dienstag dann zweitbullischste, Mittwoch der drittbullischste Tag, Donnerstag eine Pattsituation und dann schwächt sie sich eigentlich nur am Freitag ab, aber generell sieht das sehr, sehr bullisch aus, also kurios, was für eine Stärke der Australdollar hier zum Wochenauftakt an den Tag legt, statistisch. Aber letztlich hier die generelle Ausgangslage mit dem jüngsten Ausbruch gut, wenn die Trendlinie jetzt hier nachhaltig überwunden werden kann, dann sieht das wirklich sehr formidabel aus, dass es weitergeht. Kleine Rücksetzer sollten jetzt, wenn sie denn kommen, hier im Trendlinienbereich bei der aktuellen heute erfolgten Power Candle nicht wirklich weiterlaufen, weil sonst die Gefahr besteht, dass der Markt hier dann doch ein Driving nach unten macht. Wäre, wie gesagt, die denkbar negativste Situation, weil dann wäre es eben Fehlausbruch und dann könnte sich das Ganze nach unten fortsetzen. Aber der Ausbruch, wie gesagt, wird aktuell versucht. Gehen wir nochmal kurz in den Wochenchart. Das hat schon mehrfach stattgefunden, so eine Situation. Wenn es eine Umkehr gibt hier, dann kann man sich durchaus auf ein Short-Engagement einstellen. Ansonsten, wenn es denn gelingt, den Ausbruch zu vollziehen, dann haben wir hier wirklich Potenzial kurzfristig bis zu den Hochs hier im Bereich 0,78 sogar und dann darüber hinaus. Das schauen wir uns dann aber an, wenn es soweit ist. Ich sage erstmal danke, haltet den Australdollar im Auge. Intraday, wie gesagt, heute schon abgefrühstückt im Prinzip, aber auf Tagessicht, auf Positionstrading-Sicht auf jeden Fall interessant und insofern der Input an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen jetzt auf jeden Fall einen erfolgreichen Handelstag. Kommen Sie gut rein, kommen Sie gut durch und wenn Sie mögen, hören wir uns natürlich morgen wieder. Ihr Christian Kämmerer. Ciao dabei, beste Grüße und auf bald.